Kitana fand sich in einer wundervollen, strahlenden Stadt wieder, durch deren Straßen sie spazierte. Dies war Edenya, ein Reich befreit von der Außenwelt. Und Kitana war seine schöne Königin. Das war der von Raiden unbeeinflusste Lauf der Zeit. Das Erdenreich war durch Shao Kahn zerstört worden, aber Kitana hatte das Armageddon überlebt und die übrigen Reiche vereint, um ihn zu vernichten. Dauerhafter Frieden war das Ergebnis. Kitana erwachte aus dieser Vision und fand sich im Unterreich wieder. Sie war nicht die Königin von Edenya, sondern eine Wiedergängerin aus der Hölle. Und dafür hasste sie Raiden. Als Dank für seinen Beitrag zur Rettung des Erdenreichs schuf Kung Jins Familie eine Statue nach seinem Vorbild, die Teil von Raidens Ehrensammlung wurde. Doch Kung Jins Gedanken waren bei einem nicht mehr willkommenen Mitglied seiner Familie, Kung Lao. Kung Jin machte sich auf, um seinen Cousin aufzuspüren und fand ihn im Unterreich. Raiden glaubte, Kung Laos gequälte Seele wäre ohne Quan Chis Magie für immer gefangen. Doch Kung Jin wusste, dass die Shaolin stärker sind als jede Magie eines Zauberers. Er schwor, Kung Lao bei seinem Kampf gegen das Böse zu helfen. Nach Shinnoks Niederlage fand sich Kung Lao gefangen im Unterreich wieder. Seine Seele verdorben durch Quan Chis dunkle Magie. Dort wäre er auch verblieben, wäre ihm nicht sein Cousin Kung Jin zur Hilfe gekommen. Gemeinsam konnten sie das Böse so weit zurückdrängen, dass Kung Lao die Flucht aus dem dunklen Reich gelang und er seine inneren Dämonen unter Kontrolle brachte. Kung Lao war verraten worden, hatte aber gesiegt. Er führt nun eine Existenz im Namen der Rache. Er wird dem Bösen keine Gnade erweisen. Quan Chi war lange ein Diener Shinnoks gewesen. Sein Beitrag zu dessen Befreiung aus der Gefangenschaft war den Götterältesten nicht entgangen. Shinnok war nun keine Gefahr mehr. Doch Quan Chis Taten hatten einer neuen Macht zum Aufschwung verholfen. Nach langem Überlegen ersannen die Götterältesten einen Plan, diese Macht einzudämmen, bevor sie noch stärker werden konnte. Der freie Wille wurde aus Quan Chis Seele herausgebrannt und durch ein einziges Ziel ersetzt: Raiden zu töten.